Hallo und herzlich willkommen, liebe Fußballfans. Bayern München gegen Borussia Dortmund heißt unsere heutige Partie. Und Wolf Fuß und Frank Buschmann werden das Ganze für Sie kommentieren. Der deutsche Klassiker schlechthin, das Gipfeltreffen. In dieser Partie hat es schon alles gegeben. Egal, ob in der Meisterschaft, im Pokal oder auch im Europapokal. Wenn die gegeneinander spielen, dann geht es meist um viel. Das ist ein absolutes Spitzenspiel. Die kennen sich und das Ding hier will keiner verlieren. Was können wir von den Bayern erwarten? Wir befinden uns ja schon in der Schlussphase der Saison und der Titel ist ein realistisches Ziel. Der Druck ist natürlich nicht gering. Mal sehen, ob sie standhalten. Es sieht hier alles nach Tiki-Taka aus, Buschi. Ja, warten wir mal ab, inwieweit der Gegner das dann auch zulässt. Aber ganz klar, die setzen auch heute wieder auf das ballbesitzorientierte Spiel, auf diese geduldigen, diese abwartenden Angriffe mit vielen schnellen Pässen. So tritt der BVB heute also an. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Aufgrund der Doppelnutzung durch den TSV 1860 München und dem FC Bayern München gab es zur Eröffnung der Allianz Arena 2005 gleich zwei Eröffnungsspiele. Und beide verliefen erfolgreich. Der TSV gewann gegen den Club aus Nürnberg mit 3-2 und die Bayern schlugen eben mal die deutsche Nationalmannschaft mit 4-2. Die Spielleitung übernimmt heute Heimo Wasserschneider. Es kann losgehen. Wir gehen rein in den Klassiker BVB gegen Bayern. Die Creme de la Creme im deutschen Fußball. Mehr geht nicht. Das könnte gefährlich werden. Da passt er auf. Und jetzt wieder die Bayern. Lewandowski. Lewandowski. Müller. Franck Ribéry. Lewandowski. Gut gemacht vom Torhüter. Mit der besten Defensive der Liga im Rücken werden sie hier im Heimspiel natürlich selbstbewusst auftreten. Und klar, das soll heute so weitergehen. Götze. Der Ball ist oben. Da ist er etwas zu früh losgelaufen. Jetzt Müller. Das könnte die Chance werden. Jetzt Robben am Ball. Da ist die Hereingabe. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Ja, gibt Ecke. Ecke kommt vom Kind. Wieder! Kein besonders guter Abschluss. Kimmich. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Batshuayi. Da kommt der Pass. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Ballverlust. Marco Reus auf dem Flügel. Und da verlieren sie den Ball. Gibt Einwurf für den BVB. Und Piszczek. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Javi Martinez jetzt. Die Bayern über die Seite jetzt. Das sieht vielversprechend aus. Und Piszczek. Toprak.
Reus. Vidal. Die Bayern im Vorwärtsgang. Müller. Und so kannst du den Torhüter natürlich nicht vor Probleme stellen. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Robben. Robben. Kurze Unterbrechung. Freistoß gegen den FC Bayern. Fängt diesen Ball ab. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Guter Pass. Jetzt vielleicht. Den trifft er nicht richtig, daher überhaupt kein Problem. Lewandowski. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Noch durften die Dortmunder nicht jubeln. Kein Tor bislang vom BVB. Jetzt Müller. Alaba. Lewandowski. Kimmich. Thomas Müller. Jetzt Robben. Flanke auf Lewandowski. Da kommt er mit der Faust an den Ball. Gute Aktion. Sehr guter Einsatz. Batshuayi. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Ribéry. Er versucht es einfach mal aus der Distanz. Und jetzt Lewandowski. Vidal! Die Führung also jetzt. Und das haben sie sich wirklich verdient. Sehe ich auch so. Sind hier klar die bessere Mannschaft und das Tor ist eine logische Folge. Und jetzt ist hier der Jubel natürlich groß, die Bayern noch mit dem Treffer vor der Pause. Und es könnte ein ganz wichtiges Tor gewesen sein. Klasse, wie sie hier auch zum Ende der ersten Hälfte konsequent weitergespielt haben. Jetzt liegen die Bayern vorne. Weigel. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Das Spiel läuft wieder, Bayern vorne. Mal sehen, wie es weitergeht. Nur Müller. Gibt es jetzt die Gelegenheit? Lewandowski. Robben. Da hat dann doch eine ganze Menge gefehlt. Ja, das war kein guter Versuch, das hat man deutlich gesehen. Der hat ja kaum was gestimmt. Jetzt die Bayern im Angriff. Und Vidal. Jetzt Arjen Robben. Kimmich. Defensiv machen sie es gut. Reus. Marco Reus gehört für mich persönlich offensiv zu den besten deutschen Spielern. Was meinst du? Sehe ich genauso, Wolf. Ja, es ist schade, wie häufig der Nationalspieler verletzt ist. Und trotzdem kommt er immer wieder bärenstark zurück. Jetzt nimmt er den Wechsel vor.
Kimmich führt aus. Der ist noch heiß. Jetzt müssen sie aufpassen. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Franck Ribéry am Ball. Franck Ribéry ist ja wirklich immer wahnsinnig schwer auszurechnen. Ja, der hat einfach die nötige Kreativität. Der kann besondere Dinge versuchen und machen. Und solche Spieler brauchst du vor allem gegen tiefstehende Gegner. Götze. Batshuayi. Jetzt vielleicht der BVB. Er zieht ab. Könnte gefährlich werden. Es gibt Ecke. Es läuft gut. Sie legen vorne, damit das auch so bleibt, kommt jetzt ein frischer Spieler. Und das ist eine Ecke für Dortmund. Die Ecke kommt rein. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Klasse Technik. Thomas Müller jetzt. Lewandowski. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Guter Ball. Geht zu Arjen Robben. Götze. Dahoud. Batshuayi. Da trennt er ihn fair vom Ball. Geht er rein. Gute Aktion vom Torhüter. Abgepfiffen. Abseits. Boateng jetzt. Arjen Robben jetzt. Müller am Ball. Das könnte die Chance werden. Und jetzt ein Schuss. Ball im Aus, Einwurf für die Bayern. Gonzalo Castro kommt jetzt rein. Jetzt haben wir es, könnte gefährlich werden. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Dahoud. Michy Batshuayi. Der sollte wirklich gut drauf. Ein echter Fels in der Verteidigung. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was, Buschi? Auf jeden Fall ist es extrem eng und spannend. Und die Fans merken auch, dass jetzt nochmal Unterstützung gefragt ist. Foul und Freistoß gegen die Bayern. Die Führung soll jetzt verteidigt werden. Folgerichtig jetzt der Wechsel. Minuten sind noch zu gehen. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Fairer Einsatz hier. Javi Martinez jetzt. Vidal. Dahoud. Den Ball holt er sich. Jetzt nochmal die Bayern. Dann. Mit dem Pass suchen sie Lipp und nun ein Schuss. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Jetzt muss Toprak sich irgendwie befreien. Und jetzt hat der Unparteiische die Partie abgepfiffen. Ein Derby zu gewinnen ist möglicherweise nicht für jeden Spieler was Besonderes, aber auf jeden Fall für die Fans. Ja, aber auch die Spieler, die nicht aus der Gegend kommen, dürfen schon wissen,
haben sie sich verdient. Die beste Abwehr hat wieder mal zugeschlagen. Überhaupt nichts zugelassen. Es ist schon beeindruckend, wie gut die da hinten stehen.